Herzlich willkommen zum Immunbooster der Woche. Heute zeige ich euch wieder eine sehr, sehr gute Augenentspannungsübung, die ihr jederzeit zwischendurch machen könnt. Vor allen Dingen, wenn ihr viel am Laptop arbeitet oder aufs Handy starrt, dann ist das eine sehr, sehr gute Augenentspannungsübung. Wichtig, bevor wir die Übung machen, ihr wisst das vielleicht bereits, vielleicht habt ihr auch schon mal einen Online-Kurs euch angeschaut. Da erkläre ich genau, ihr solltet euch vorher testen vor jeder Übung, um zu gucken, ist das die Übung für euer zentrales Nervensystem eine gute Übung oder eher neutrale oder negative Übung. Dafür könnt ihr einfach kurz mitmachen, die Füße zusammennehmen und wir testen die Beweglichkeit, indem wir einmal die Rotationsfähigkeit zur linken und zur rechten Seite testen. Hierfür die Arme strecken, gerne so hier eine Pistole machen und dann rotieren wir in einer Bewegung nach links und nach rechts. Und schaut dabei, wohin zeigen die Finger. Und achtet darauf, ist eine Seite nicht so beweglich, wie bei mir ist die linke Seite ein bisschen unbeweglicher als die rechte. So, das nehmen wir einfach als Testübung und jetzt fangen wir mit der Übung an. Was ihr macht, wir versuchen alle Bereiche der Augen zu massieren. Die Augen werden ja auch muskulär geführt und diese Muskeln können wir auch massieren. Und das ist oftmals auch sehr gut, weil wenn ihr sehr einseitig mit den Augen unterwegs seid, dann sind oftmals gewisse Muskeln eher zu sehr aktiv als andere. Und das merkt ihr sehr gut, wenn ihr mit den Fingern quasi an die Augen geht, ob gewisse Bereiche eher verspannt sind als andere. Hierfür schließt ihr einfach die Augen und ich nehme jetzt ein oder zwei Finger. Ich mache das jetzt immer mit einem Finger und ich versuche alle acht Bereiche der Augen zu massieren. Ja, das heißt einmal oben, oben außen, Seite, unten außen, unten, unten innen, Innenseite und oben innen. Wir fangen oben an. Das Ganze gehen wir jetzt kurz schnell durch. Ihr könnt das auch gerne ein bisschen länger machen. Wichtig, nur leichten Druck hier auf den Augapfel. Geht so ein bisschen rein und dann machen wir kreisende Bewegung. Wie gesagt, nicht zu fest. Seid da schön sanft. Könnt ihr gerne mal ein paar Kreise machen und dann in die andere Richtung. Dann gehen wir weiter nach oben außen. Auch hier mal kreisende Bewegung machen. Und nehmt wahr, wie gesagt, ob gewisse Bereiche eher verspannt sind, da könnt ihr gerne ein bisschen länger massieren. Dann gehen wir nach außen. Und wieder Richtungswechsel. Nach unten außen. Wir haben acht Bereiche und diese könnt ihr gerne einmal abgehen. Einmal unten. Unten innen. Innen, und oben innen. Okay. Gut, das war die Augenentspannungsübung bzw. Massageübung. Teste jetzt nochmal gerne eure Beweglichkeit. Hat sich das verbessert? Oh ja. Also für mich sehr positiv, weil ich auch viel am Schreibtisch arbeite, viel an meinem Phone bin, genau, und deswegen sehr, sehr gute Übung für mich und ich hoffe, euch hat die Übung gefallen. Ich melde mich wieder beim nächsten Immunbooster der Woche. Wenn ihr wollt, nutzt meine Aktion, einen Monat meine Neuromobility-Routine mitzumachen, jeden Montag online um 19 Uhr deutsche Zeit per Zoom, 30 Minuten machen wir alle Neuromobility-Übungen, die euer System entspannen, Augenübung, Atemübung, Mobility-Übung für den ganzen Körper. Genau, geht dafür einfach auf meine Webseite und nutzt das Angebot, 1 Euro für einen Monat zu testen. Oder geht auch auf meinen Udemy-Kurs, Neuroathletiktraining für Schreibtischtäter und ladet euch gerne meinen Kurs runter. Da findet ihr auch alle Übungen und könnt ihr jederzeit nachmachen. Bis dann, euer David.